Jetzt mal drücken. Willkommen zurück zu Gothic 3, wo wir in Treles sind und zum nächsten Bauernhof wollten. Allerdings, was mir eingefallen ist, wir haben ja noch... Ah ne, wir haben die... Ah, die Schaufel, die habe ich jetzt voll vergessen. Toll. Wir haben ja noch die Ogre. Ah, laufe ich jetzt nochmal zu Ben kurz. Das dauert so lange. Also, was heißt lange? Geht relativ schnell. Komm, laufe ich nochmal eben hin. Habe ich in der letzten Folge vergessen. Sonst hätten wir das in der letzten Folge machen können. Doof. So, warte mal. Ich bin zu schnell. Ich muss so gehen. Ich gehe jetzt das gesamte Let's Play so über. Sprich, in einem Part sind wir an dem Haus da hinten angekommen. Im nächsten Part machen wir dann da weiter. Das wäre ein bisschen zu krass vielleicht. So, Ben, deine Schaufel. Ich habe hier deine Schaufel. Du bist mir was schuldig. Du warst tatsächlich im Tempel? Das siehst du doch. Aber da waren doch diese fürchterlichen... Untoten. Eins muss man dir lassen. Mutig bist du. Du hast noch was vergessen. Was? Kohle, Freundchen. Raus damit. Ich habe den Bauern Derek manchmal beobachtet, wie er nachts rüber zur Innos-Statue geschlichen ist. Sieh mal dort nach. Er hat da bestimmt noch einiges gebunkert. Alles klar. Noch mehr gebunkert. Kann aber die Pacht nicht bezahlen, ne? Derek. Hier haben wir seine Truhe. Und hier sind nochmal 310 Gold drin. Am besten du erledigst das selbst. So, das war's schon. Jetzt nur zurücklaufen wieder. Ging ja aber doch sehr gut. Ich glaube tatsächlich, als Magier wäre es ein Stück weit leichter. Weil man dann zum Beispiel Feuerregen hätte oder andere krasse Zauber, die mehrere töten könnten, mehrere Feinde. Und dann, glaube ich, auch unser Haus Wolf eine bessere Überlebenschance hätte. Aber wir können es natürlich auch so machen, dass wenn Wolf hier irgendwann mal tot ist, wir uns ein Wag zähmen. Oder so. Aber ich möchte ihn jetzt halt noch ein paar Folgen auf jeden Fall mitnehmen. Deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen. So. Die Ausgrabungen am östlichen Tempel laufen wieder. Das wird aber auch Zeit. Nicht mehr lange und ich bekomme hier Ärger von oben. Hier hast du deinen Sold, Mistkerl. Dankeschön. Ich arbeite für dich und du nennst mich Mistkerl. Was soll denn das? Das ist nicht nett. So. Ogerzeit. Habe ich gespeichert? Ich speichere nochmal vorsichtshalber, falls ich gerade nicht gespeichert habe. Warte mal, Problem ist, da sind Wölfe. Die sollte ich vielleicht erst wegmachen. Das wäre, glaube ich, schlauer. Wolf gegen Wolf ist, denke ich, auch interessant. Boah, Wolfi ist... Nein! Lass meinen Wolfi in Ruhe! Noch einmal und du kannst was erleben. Boah! Uiuiui, das war knapp. Huiuiui. Oh, jetzt habe ich einen Mana-Trank getrunken. Toll. Haben wir ja so viele von. Scheiße. Okay. Das ist halt auch ein Problem, ne? Wenn ich jemanden mit dem Bogen abschieße, geht Wolfi direkt steil. Ich habe keine Ahnung, warum ich ihn immer Wolfi nenne. Ich habe ihn halt so getauft, ja? Das ist ganz wichtig. Er muss einen Namen haben. Ah, Ogre.
Ja, kommst du? Hallo? Jetzt. Jetzt hat er Lust bekommen. Auf Wiedersehen. Einer? Okay, aber nicht zwei. Ja. Alter, was? Kommt doch alle vorbei. Alter, die haben einen Radius, ne? Ich mach's mir ein bisschen leicht. So. Au. Au. Wolfi. Alter. Da sind noch mehr von den Biestern. Na, ich will auch nicht den Krieger. So ein Blödsinn. Wolfi! Er kämpft tapfer. Alter, willst du mich verarschen? Was kommst du denn jetzt hier vorbei? Bald wird es keinen mehr von euch geben. Meine Erfahrungspunkte? Das ist... Vor allem, wo ist Torus? Hinabgehauen. Torus ist direkt reingerannt. Da ist er. Er wird sterben. Mann, nimm doch jetzt den scheiß Bogen. Wolfi. Der kann's nicht lassen, ne? Er staggert ihn einfach tot. Oh. Wolfi? Oh. Okay, Torus, komm, zusammen. Oh, scheiße. So viel zu zusammen. Komm. Rauf. Das war's mit dir, du Mist. Ah, leider hat er den letzten Schlag gemacht. Aber wir haben den anderen. Ich hätte natürlich gerne die Erfahrungspunkte. Klar, logisch. Aber... Ganz ehrlich, Ogre sind einfach mega krass drauf. Deswegen ist das bisher okay, wie es so gerade läuft. Ja, Wolfi. Speichern. Okay, jetzt müssen wir versuchen. Ist das nur noch einer? Nee. Zwei. Oh, und es kommen halt beide. Wolfi! Ich will natürlich, dass nur einer kommt. Ach, komm, Alter, warum kommen denn beide? Okay, jetzt kommt einer. Ich weiß nicht, was logisch ist. Okay. Es ist, glaube ich, logisch, den hier wieder hinzulocken. Das Vieh werde ich zertreten. Komm, alle zusammen. Wolfi vorne weg. Alter, der hat Mut. Der hat Mut, der Junge.
Okay, komm. Boah, lass das. Lass das. Oha. Heilen, heilen, heilen. Kann ihn mal jemand schlagen? Keiner Bock, okay. Andere Frage, wo ist Wolfi? Ich krieg halt nicht den letzten Schlag, ne? Aber wo ist Wolfi? Nein! Er ist weg! Ich höre ihn. Da ist er! Oh! Hau doch nicht ab! Ich hab mir Sorgen gemacht! Meine Güte, mein Herz. Das verkraft ich nicht. Lass, ja, es sind natürlich ein paar Erfahrungspunkte, die uns flöten gehen, aber passt, passt. Den letzten holen wir uns jetzt, Wolfi. Lass die scheiß Waffe draußen. Okay, warte mal, ich werde einmal Mana auffüllen, dass falls ich Wolfi heilen muss. Das sind halt auch 3 Tränke, ne? Wir haben nur noch 14. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Okay. Volle Kanne auf den Ogre. Lass mich. Geh weg, du Blödmann. Wir prügeln dich in den Fels. Ja. Läuft. Mann. Sehr geil. Sehr geil. Boah, das ist richtig cool. Wenn man sich so eine Herausforderung sozusagen mit jetzt diesem gezähmten Wolf macht und es dann hier aber ganz gut schafft. Ich meine, klar, wir haben jetzt ein paar Erfahrungspunkte nicht gekriegt. Das Siegesgeheul. Aber wir haben 2 von 5, glaube ich. Immerhin. Und ich meine, bei den anderen haben wir auch mitgeholfen. Da haben wir nur den letzten Schlag halt nicht hingekriegt, beziehungsweise ich. Ich spreche in meiner Wir-Form. Naja, ich und Wolfi, ne? Ist ja klar. So, Torus. Die Ogre sind tot. Diese hinterlistigen Ogre belästigen garantiert niemanden mehr. Gut. Eine Sorge weniger. Hier. Dein Sold. Mensch, kein Mistkerl. Das ist aber nett. Okay. Das war echt jetzt eine Sache, die war nicht so geil, weil hart. So, komm, du machst den Rest, bitte. Danke. Das ist aber auch Teamwork hier. So, und hier von oben sieht man, ist offen. Hier hätte man die Ogre auch sehen können, aber dann wären sie auch schon auf uns losgegangen. Das wäre natürlich nicht so geil gewesen. So, da ist der letzte Bauernhof. Also Trelis hat wirklich viele Bauernhöfe. Du schleichst herum wie ein Dieb. Farmon. Was willst du auf meinem Hof? Wenn du gekommen bist, die Pacht einzutreiben, vergiss es. Die Rebellen haben hier schon alles ausgeplündert. Bei mir ist nichts mehr zu holen. Diese Stimme ist einfach herrlich. Rebellen überfallen harmlose Bürger? Dieses Lumpenpack versteckt sich nur in den Wäldern, weil sie nicht ordentlich arbeiten wollen. Wie willst du dein Tribut an die Orks zahlen, wenn du nichts mehr hast? Die Orks haben momentan andere Sorgen. Wenn du mich fragst, sind die Orks nicht mehr lange in dieser Gegend. Bald werden die Assassinen hier alles übernehmen. Und dann werden die Karten wieder neu gemischt. Die Assassinen wollen Mittelland übernehmen? Ach, was weiß ich schon. Jedenfalls habe ich hier in den letzten Wochen mehr Assassine gesehen als Orks. Nicht weit von hier im Süden beginnt die Wüste Varant. Sieh dir doch selbst an, welche Prachtbauten sie dort errichtet haben. Mir kann keiner weismachen, dass die Orks sie aus reiner Nähe lassen. Die Orks haben Angst vor ihnen. Das ist meine Meinung. Scheint dich nicht sonderlich zu stören, dass die Orks hier sind. Mir ist egal, für welchen Lebensherrn ich arbeite. König oder Orks. Irgendjemand ist immer Herr von Mittelland. So kann man es natürlich auch sehen. Was ist jetzt mit deiner Pacht? Ich sagte doch schon, die Rebellen haben mich überfallen. Unsinn. Rebellen überfallen Orks oder Söldner der Orks, aber keine Bauern. Tatsächlich? Vor 2 Tagen kamen 3 Rebellen aus dem Westen auf meinen Hof.
Der Kopf der Bande hieß Hengley oder so ähnlich. Er hat mit seinen Jungs meinen ganzen Hof auf den Kopf gestellt und alles mitgenommen, was er fand. Wohin ist Hengley mit deinem Gold verschwunden? Sie gingen nach Westen, von wo sie gekommen sind. Zeig mir deine Ware. Okay. Und Cole. Aber bevor wir das machen, haben wir erstmal hier Bauerntruhe. Da ist nichts zu. Gibt Diebeskunst plus 1. Ich glaube, wir hätten da plündere die Höfe, ne? Die Quest hätten wir, glaube ich, in Nemora gekriegt. Jetzt haben wir sie schon vorher gemacht. Wenn wir schon mal hier sind. So, Cole. Hey, Fremder. Hast du was von den Rebellen aus Nemora gehört? Nö. Was weißt du über Nemora? Nemora ist ein Rebellenlager im Westen. Die Jungs da oben sind wirklich gut organisiert. Was willst du von den Rebellen? Vor ein paar Tagen waren einige von ihnen hier. Ich wäre gerne mit ihnen gegangen. Ich bin es leid, hier auf dem Hof zu arbeiten. Lieber ein Leben in Freiheit, als ein Sklave der Orks zu sein. Ich hörte, die Rebellen haben Farmons Hof ausgeraubt. Na und? Mir haben sie nichts getan. Verstehe. Weißt du, wo Nemora liegt? Ich war schon mal da, habe sie tagelang beobachtet. Doch ich hatte nicht den Mut, mich ihnen zu zeigen. Hätte ich's mal gemacht. Alleine würde ich nicht noch einmal versuchen, dorthin zu gehen. Ich begleite dich nach Nemora. Das würdest du für mich tun? Endlich. Ich häng den Knecht an den Haken und werde Rebell. Meinst du, dass sie mich aufnehmen? Wir werden sehen. Okay. Sag mir, wenn's losgeht. Lass uns nach Nemora gehen. Alles klar. Folge mir. Ich hoffe, du weißt, dass ich im Kampf keine große Hilfe bin. Dann solltest du schneller laufen. Ach, warte mal. Okay, aber... Gehst du jetzt vor? Ja, und... Okay, Wolf bleibt auch... Wolf. Wolfi. Ja, so viel Zeit muss sein. Bleibt auch noch treu, okay. Ich wusste jetzt nicht, dass wenn jetzt Cole mit uns geht, dass Wolfi vielleicht die Gruppe dadurch verlässt und wieder... wild wird. Ein wilder Wolf. Oh, eine Goblinbeere. Geil. Auf nach Nemora. Ja, fall da runter. Unfassbar. Uha. Drei Snapper. Geht mal auf ihn, aber nicht alle. Na los. Oh, super. Dass wir den so schnell klein gekriegt haben, meine ich. Und dann ist der Rest ja nur noch hier Formsache. Aber, ja. Sagte er und starb. Oh ja. Da sagst du was. Achso, den habe ich schon ausgenommen. So, und ihn? Und weiter geht's mit Cole nach Nemora. Das werde ich jetzt in dieser Folge noch machen. Tatsächlich. Die hat dann ein bisschen Überlänge. 2-3 Minütchen, aber ist ja nicht so schlimm. Da hinten steht er, okay. Ich habe ihn gerade nicht gesehen. So, noch ein Snapper. Lass mal eben schnell voll heilen. Du bist noch, ne? Ja, du bist noch. Wir müssen uns auch wieder mit Mana-Tränken ein bisschen eindecken. Wir haben nur noch 16. Das ist nicht so viel. Das ist sehr wenig sogar. Komm, weiter, Cole. Cole!
Weiter geht's. Lass dich nicht unterkriegen. Nee. Okay, das sind nur zwei. Und der eine geht auf Cole, dann machen wir den anderen. Oder wir machen hier den, komm, schnell zusammen. Zu dritt, komm hier, da hat er keine Chance. Alter, sag mal. Super. Also das geht gut. So einzelne Gegner dann, oder zwei, drei Gegner mit Wolfie zusammen geht ganz gut. Mehrere wird schwieriger werden, aber können wir trotzdem schaffen. Mal gucken. Hier haben wir erstmal eine Mora. Da sind wir. Ich hoffe, die Rebellen werden mich hier aufnehmen. Danke, Fremder. Hier, ich gebe dir noch was für den Rückweg. Möge Innos dich beschützen. Dankeschön. Zwei Eintopf, sehr geil, sehr freundlich. Und ich würde sagen, Nemora schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Wenn es wieder heißt, Gothic 3. Mit Wolfie.